Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video vom OMSI 2, den Omnibus Simulator. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier heute mit einem brandneuen Bus unterwegs. Oder werden mit einem brandneuen Bus unterwegs sein. Und zwar mit dem VDL CTR LLE 12, glaube ich, war es irgendwie so etwas. Dieser ist von MX200. Designs oder MX200 einfach und ich freue mich sehr, dass dieser Bus erschienen ist, obwohl es da jetzt ja einige Probleme gab, aber dazu gleich mehr. Was ist das? Cool. Also es gibt hier Knöpfchen, ganz viele, das freut mich. Wir werden heute die Linie 110 fahren. Mit der Wagennummer 2399. Dies ist auch so real. Ich habe extra nachgeschaut. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier so funktioniert. So, geben Sie Ihre PIN ein. Viermal die 9. 1100001. Ne? Nö. 110 0 0 0 1. Komm. Das muss doch richtig sein. Okay, da müssen wir hier kurz mal. Eigentlich war es doch so, wie ich es gemacht habe. Richtig. Vielleicht so. Betriebsfahrt. Das sieht ein bisschen falsch aus. Na, da müssen wir nochmal den Motor abschalten. Ah, okay, so. Können auch mal hier den Motor ein bisschen anhören. Das hört sich an, wenn man steht und Vollgas gibt. Ah, gleich werden wir mal hier fahren. Das ist auch allerdings, das hier ist auch der Innenraum. Fällt mir sehr, sehr gut. Ich habe den Bus ja in echt auch gesehen. Auch ein sehr schönes Repaint, muss man sagen. Hiermit zeigt der Stadt dein bestes Stück. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem die waren. Die Repaints. So, LSK 2 0 0 0 0 0 1. Ja, genau das möchte ich fahren. Und wieso du es nicht machst, das ist mir ein Rätsel, ist mir aber auch egal. Schildern wir halt manuell. Wir fahren jetzt nach Grunewald, Roseneck. Und jetzt ist hier wieder. Alter, das regt mich ein bisschen auf gerade. Naja. Ist wahrscheinlich ein Einzelfall hier bei mir wieder. Ah. So.
Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut genug hört. Ich mache mal so ein bisschen lauter nochmal für euch minimal. Na, hört man nicht so sehr wegen diesen scheiß alten M1, die so laut sind. So, ich mach mal Hilfspfeiler an. Ich weiß, ich kenne die Route nicht ganz auswendig, leider. Wenn man gleich mal da ein Fenster auf noch. Ist auf jeden Fall ein leiser Motor. Vorne eine Außenschiebetür. Oder Schwenkschiebetür, sagt man ja auch. Und dann fahren wir mal weiter. Weil wir haben in einer Minute Abfahrt. Eine Minute Verfrühung bringt uns nicht um. Wir haben hier ein schönes VDV-Dashboard auch drin. Da hat er uns jetzt gesagt, wir sollen abfahren. Was ja bei diesem Bus ungewohnt ist, ist natürlich, dass hier das in der Mitte blau ist. Das ist so normalerweise ja nicht der Fall, sondern eher grau oder grün. Ah, da hat VDL so ein eigenes Merkmal, was auch gut ist. Tatsächlich finde ich auch sehr cool, dass hier die Geschwindigkeit angezeigt wird, sowie die Temperatur hier im Bus. Das gefällt mir sehr gut. Hallo. Also bisher muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr gelungener Bus. Der macht auch bisher auf diesen paar Metern schon recht viel Spaß. Link zu dem Bus ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Däumchen da beim MX200, denn der musste jetzt ja viel durchmachen. Denn er hat den Bus ja Beta-Testern gegeben und die haben, also einer davon oder mehrere davon haben es weitergegeben anscheinend. Und das wurde dann so weit weitergegeben, dass jemand das auch veröffentlicht hatte, dann jetzt hier im Rapdisk, also im OMSI-Rapdisk. Weshalb dieser Bus auch jetzt erschienen ist. Denn er hat gesagt, hier, ich veröffentliche den jetzt. Ansonsten fühlen sich die Leute, die ihn jetzt haben, cool, deswegen, weil die den haben. Und dann auch weiterreichen könnten. Also, wieso da nicht sofort online stellen? Dann fühlen die sich auch nicht mehr cool, nachdem sie Unrecht getan haben. Oder jemand Unrecht getan hat. Das ist auch meine erste Aufnahme jetzt, seitdem ich meinen PC neu aufsetzen musste. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn etwas nicht passt. Aber ich hoffe, dass Sound, Videoqualität, alles passt. Vielleicht ist es sogar besser geworden. Denn OBS hat hier irgendwie ein Update gehabt in der Zeit. Und da hat sich schon ein bisschen was geändert. So, hier sind wir jetzt am Kurfürstendamm. Und den fahren wir jetzt auch ein bisschen entlang. Schauen wir nach unseren schönen Fahrgästen. Da sitzt auch jemand vorne. Da schlüpfen wir mal rein. Blinker an. Aber wir müssen hier schnell wieder vorne rein, weil irgendwie kann ich von dort aus nicht gut fahren. Warum? Ich fahre ja mit Tastatur aktuell sehr viel. Da ich aktuell nicht so viel Zeit habe für OMSI oder insgesamt nicht viel Zeit, möchte ich die Zeit nicht verschwenden, indem ich mein Lenkrad aufbaue immer wieder.
den durchgehend aufgebaut lassen, möchte ich das jetzt nicht mehr, da das ein bisschen aufgeräumter ist. Aber um auf das Thema zurückzukommen wegen der illegalen Veröffentlichung, das ist ja auch eigentlich, also kann strafrechtlich ja verfolgt werden, denn da wurde das Urheberrecht nicht beachtet. Und deswegen hätte er auch das natürlich alles anzeigen können. Aber man muss sagen, die OMSI-Community ist schon ein bisschen krank, teilweise. Von dem her, es hätte nichts geändert. Wahrscheinlich. Und ich muss ehrlich sagen, man sollte eigentlich darüber froh sein, dass Sachen überhaupt noch kommen. Für OMSI, vor allem Freeware-Sachen. Denn schaut mal, was hier für der VDL für eine Qualität hat. Schön rund das eigentliche gemacht worden ist. Also vom Objekt her ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Qualität. Natürlich hier so kleine Fehler mit der Textur. Da kann man aber auch nicht immer etwas dafür. Manchmal spinnt da auch Blender und dann texturiert ihr die Sachen über Blender. Dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. So, du lässt mich fahren. Danke. Das Coole an diesem VDL ist irgendwie, dass der irgendwie so. Ich finde, der ist ein bisschen kleiner als andere Busse. Ich weiß nicht, ob das Täuschung ist, aber ich finde, der lässt sich halt auch eigentlich ganz gut fahren. Ist ein schöner Bus. Aber die Person, die den Bus veröffentlicht hat, ganz im Ernst, geh dich vergraben. Also ganz im Ernst, das geht nicht. Weil wenn du an etwas Monate, jahrelang arbeitest, zwar nicht durchgehend, aber immer wieder, Abend. bestimmt mehrere hundert Stunden Zeit reingesteckt hast, möchtest du, dass der dann unfertig von jemandem veröffentlicht wird? Vor allem noch unfertig? Nee, das möchte keiner. Vor allem nicht, wenn man es nicht möchte. Vor allem jetzt wurde ja Oh, die, was ist denn das hier? Fährt, ja, das ist ja unglaublich. Ja, vor allem da jetzt wurde ja auch noch die wahrscheinlich öffentliche wollen. Weiterentwicklung beendet oder gestoppt. Was natürlich sehr traurig ist, denn das heißt, dass der Bus erstmal nicht weiterentwickelt wird. Und das ist schade. Und das steht ja auch in dem Handbuch drin, dass manche Sachen dann halt jetzt auch gar nicht mehr kommen. Oder wenn dann nur bestimmte Inhalte. Was sehr schade ist, vor allem wenn man jetzt auf die ganzen C2s von MX200 mal schaut. Richtig geiles Dinger. Euro 5, Euro 6. Viele verschiedene Sachen, umfangreicher als die C2 Stadtbus von mir, wenn sie veröffentlicht. Oder Busauswahl. Und da finde ich das schade, dass man das jetzt kaputt gemacht hat. Denn ich weiß nicht, ob der C2 überhaupt kommt und wenn er kommt, was denn da kommt. Somit nicht so toll.
jetzt mal schön weiter hier mit dem schönen Bus. Ah, ja, 110. Da verlassen wir jetzt dann den Kurfürstendamm, ne? Hier sind ja schon sehr oft Rennen gemacht worden. Hier war das ja auch, wo dem Netz jemand wirklich verletzt wurde, deswegen. Das ist wirklich krank, was hier abläuft. So, hier auf der Kreuzung mal ein schönes Bildchen. Jetzt müssen wir aber erstmal warten, bis hier grün ist wieder. So. Einmal kurz ein Bildchen. So. Und weiter geht's. Bahnhof Adenauer Platz. Ein- und Aussteigen, meine lieben Damen und Herren. Es geht schön weiter hier. Also Beeilung, 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 Beeilung. Guten Abend. Ihr habt alle schön auch Tickets, wie wir hier sehen. E-Tickets. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die überprüfen die Karte dort, aber da ist gar keine. Überprüfungsgerät. Eigentlich müssten die das ja hier machen. So wie bei dem Scania City Wide, den ich meinen im Stream gefahren bin. Und du Flachpfeife, du fährst mir auch ein. Und du Taxi möchtest jetzt auch noch mit dem Schein fahren? Na bitteschön. Flachpfeife, Alter. Ja, da klotzt er, ne? Da habe ich den erstmal jetzt schön abgezogen hier. Ab 22.30 Uhr ist es noch keine 22 Uhr, also. Oh. Da hat. Blinker geht aus. Dankeschön. Also wird hier schön an den parkenden Autos vorbeizogen. Eine Minute Verfrühung. Aber das ist ja eh bei mir normalerweise Standard. Ja, ich war ja in Berlin. Vor allem so Grunewald, Charlottenburg und so. Das war eigentlich ja schön, muss ich ehrlich sagen. Guten Tag. Roseneck war ich auch essen. Zweimal. Oder dreimal. Also etwas essen. Wir haben sehr viel Kurfürstendamm. Also hier die Strecke, wo wir eigentlich lang fahren. Bin ich lang gefahren in echt. Ich
glaube, also an die Kirche erinnere ich mich, glaube ich, noch. Sind wir, glaube ich, vorbeigefahren. Also ich habe eigentlich das meiste, was hier in Berlin X10 zu fahren ist, gesehen. Zehlendorf habe ich natürlich auch gesehen. S- und U-Bahnhof. Zehlendorf. Richtung Düppel auch. So die Machener Straße und so. Habe ich gesehen. Und ich hoffe, es ist für keinen schlimm, dass ich heute ohne Lenkrad fahre. Wie nebenbei noch gesagt. Und ich glaube, wir sind bald da. Also so weit ist es nicht mehr. Da bin ich mir sicher. Achso, hier oben kann man auch das Paint ändern. Wie man hier sieht. Das finde ich ist echt sehr, sehr cool. Dann muss man sich im BBS in dem Betrieb nicht für einen Repaint entscheiden. 1927 kommt an. Ja, das sind also 8 Minuten in etwa. Schauen wir uns jetzt mal an, wie hier die Türen dann mal zugehen. Hier, Kontrolle. Mhm. Ist die Stadtautobahn. Da standen wir schön im Stau. Drei Ländern waren wir auch. Vielleicht sagt das ja jemandem. Vor allem die Berliner, die wissen bestimmt, wo das ist. Naja, obwohl Berlin ist so groß, manche Berliner kennen tatsächlich noch nicht mal alle Stadtteile. Ich kenne ja einige. Aha, meine Güte. Muss man ja auch nicht wissen, ne? Ist ja wichtig, wo man herkommt. Sprich zum Beispiel, ich komme aus Charlottenburg oder ich komme aus Berlin-Mitte, wenn man sich dort wenigstens auskennt, ist doch alles okay. Jo, bitte abfahren. Ich fahre doch jetzt ab. Also mach mir keinen Stress, Atron. Der Atron wird hier auch nämlich mitgeliefert. Sehr schön. Ich habe auch irgendwo gesehen in einem Video, da fragen die sich immer wieder, was das ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist der Funk. Komm, da fahren wir noch rüber. Ganz kriminell hier in Berlin. Gefallen mir. Vor allem die Sounds. Sind sehr, sehr toll. Ich habe keinen mehr aussteigen. Ist auch keiner. Also haben wir wieder das Problem, weil ich vorhin einen Screenshot gemacht habe. Kennt ja jeder. Wahrscheinlich aus OMSI. Ist, man lenkt mit der scheiß Tastatur ganz langsam wieder zurück. Ist ganz schlimm. Alter, der geht gut Stoff, der Bus hier, schaut mal. Okay. Ich fahr mal mit Maus.
jetzt habe ich Wop gesagt, zweimal so. Wop, Wop, Wopagans. Kennt auch hoffentlich jeder noch das Lied. Also da hatte ich voll den Ohrwurm früher, als das neu war. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das so wirklich immer und immer wieder mal gesungen. Das, ja, alte Geschichte, ne, alte Kamellen. Jetzt ein sehr guter Kollege und Freund Sachen. Elster Platz. Und halt. Ja, wir fahren auch heute ohne BWS, ohne alles. Denn den Bus gibt es aktuell in dem Betrieb noch nicht, in dem ich aktuell fahre. Somit fahre ich halt ohne BWS. Kann man ja auch mal machen. Ist man auch nicht unbedingt dazu verpflichtet, ordentlich zu fahren. Man hat keine Blitzer. Als nur Vorteile. Jawohl, BWS fahren macht mehr Spaß eigentlich auch. Weil man, so gesagt, Ziel hat, wo ist eine Straße. Oh, nee, hier soll ich gar nicht halten. Also das kann ich auch mal schnell erzählen hier, weil hier eh gut ist. Ungefähr hier haben wir bei so einem Stand gegessen. Beim ersten Tag Currywurst. Oh, da bin ich jetzt aber hier in den Tisch gekommen. Am ersten Tag Currywurst und am zweiten Tag, also am Tag danach, haben wir dann da Gulasch gegessen. Wunderbares Gulasch. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht kennt ja jemand da diesen Stand oder Laden. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr den so findet. Ich fand den super. Vor allem so gutes Gulasch bei so einem kleinen Ständle, so gesagt. Ist schon wirklich sehr, sehr gut. Soll keine Werbung sein. Nur eine Empfehlung. So, dann sind wir angekommen. Hier ist Feierabend für uns. Zeig der Stadt dein bestes Stück. eBay Kleinanzeigen. Kostenlos, einfach, lokal. Jo. Kann jeder selber entscheiden, ob er irgendwie findet. Vor- und Nachteile. Oh, ich sehe hier gerade Achtungsstufe. Das ist sehr cool gemacht. Und dass das umgesetzt wurde. Sehr, sehr schön. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.